Willkommen zur nächsten Folge von Dive Local Germany für Scuba Pro. Und jetzt gerade befinden wir uns am Sinninger Badesee, genau an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Durch den ständigen Wasseraustausch sind die Sichtweiten im See normalerweise richtig gut. 10 bis 30 Meter sollen es hier teilweise sein, nur heute gerade nicht. Tauchen im See braucht man eine Tauchgenehmigung, die 6 Euro pro Person kostet. Im Sommer darf auch nur zwischen 6 und 10 Uhr morgens getaucht werden, im Frühling und Herbst dann zwischen 6 und 22 Uhr und im Winter gar nicht mehr. Der Fischbestand im See ist echt gut. Hier gibt es einige Hechte, ein paar Karpfen, sogar Aale werden hier ab und zu gesehen und viele Jungfische stehen im Schilf in Ufernähe. Mehr Informationen zum See gibt es auch auf der Seite vom Tauchverein Illerhecht. Der Sinninger Badesee ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung, nicht nur zum Tauchen, sondern auch für Wassersportaktivitäten wie zum Beispiel Paddleboardfahren. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.